Herzlich willkommen auf dem Kanal von Vision eDrive zum heutigen Video mit dem Tesla Model 3 Performance. Wir fahren heute an den V3 Supercharger in St. Gallen. Der ist gestern frisch aufgegangen, 16 Stalls, und heute schauen wir also, ja, wie lange es eben dauert zum Laden an einem V3 Supercharger von fast leer bis 80%. Auch gerade deswegen, weil Tesla ja beim letzten Update, wenn hier mal auf Software draufklickt, Versionshinweise, dann hat man eben die Ladezeiten optimiert mit dem letzten Software-Update. Das seht ihr auch hier, 2022.8.3 wurde das hier verbessert, eben, dass auch die Akkutemperatur eben in der Ladezeit mit einberechnet wird. Und ich habe das schon im Navi angegeben, das heißt, die Batterie wird vorkonditioniert und wir werden mit 4% da ankommen. Warum man überhaupt so fahren kann mit einem Tesla, das er gleich nach dem Intro, also bleibt dabei. Los geht's. Ja, die wenigsten von euch Zuschauer, die würden jetzt wahrscheinlich sich getrauen, mit irgendwo 5% bei über 120 auf der Autobahn unterwegs zu sein. Aber beim Tesla kannst du es eben machen, weil wenn er dir sagt, du kommst an, dann kommst du auch problemlos an. Und ich habe gestern auch schon einen Test gemacht, nicht auf der Kamera drauf, da bin ich mit 0% rumgefahren. Also es geht schon. Und warum eben das wichtig ist, weshalb man auch das Auto wirklich bis am tiefen State of Charge runterfahren soll und auch kann, weil eben dann die maximale Leistung erzielt werden kann. Und sei nicht erstaunt, ich bin ein bisschen erkältet, deswegen auch meine Stimme ein bisschen, ja, verzogen, kann man sagen. Aber nun, ist halt so. Wir sind jetzt bei 5% und wir werden jetzt dann gleich am Supercharger St. Gallen ankommen. Wir haben die Location schon mal in einem anderen Video vorgestellt. Das Video verlinke ich euch in den Infokarten oben rechts. Da könnt ihr euch alles anschauen. Damals war der Supercharger noch nicht offen. Jetzt ist er eben aufgegangen. Das setzt auch hier auf der Karte drauf. Jetzt 15 Plätze, 16 hat es ganz gesamt, 250 Kilowatt. Das heißt die neue V3 Version. Deswegen werden wir da jetzt auch diesen Ladetest machen. Und wenn man eben den Supercharger ins Navi eingibt, dann wird eben der Akku vorkonditioniert. Das heißt, er wird eben erwärmt, dass er dann beim Ladevorgang die entsprechende Temperatur hat, um eben die volle Ladeleistung zu erzielen. Gut, wir schauen also, wie lange es dauert, von 4% auf 80%, und können dann mal zum Vergleich ziehen zu anderen Fahrzeugen. Wir haben hier übrigens noch zu erwähnen, wir haben hier den Panasonic Akku drin, also nicht den LFP Akku, das ist das Model 3 Performance aus den USA noch. Deswegen hat es noch diesen Akkutyp eben drin. Gut, ich denke, wir sehen uns vom Supercharger wieder. So, nun sind wir also hier beim Supercharger St. Gallen. Wir sehen auch hier die neuen V3 Stecker. Ich muss sie euch nicht mehr erklären, die sind, denke ich, klar, wie sie funktionieren. Was wir hier auf jeden Fall sehen kann, sind überall die Kabel. Ja, ein großer Querschnitt, kann man sagen, definitiv. Und es ist ja auch hier, schau, überall in den Sockel rein, direkt. Aber ich denke, wir fackeln gar nicht mehr lange. Wir sind jetzt bei 4% Akku und wir stecken einfach ein. Die das erste Mal dabei sind, es hat hier so einen Magnetknopf auf dem Stecker drauf. Einfach an die Ladeklappe hingehen, hier drücken, da geht sie auf. Einstecken, zack. Und jetzt beginnt dann auch gleich die Stoppuhr zu laufen. So. Habe jetzt hier Start gedrückt. Die Stoppuhr läuft jetzt. Wir sind jetzt bei 4%. Wir schauen jetzt, wie lange es dauert, bis auf 80%. Die Lüftung geht an. Wir gehen ins Auto. So, die Ladebegrenzung hier einstellen. Ich mache jetzt das hier auf 80%. Zack. Und jetzt sagt er mir hier eben, es dauere noch 30 Minuten bis 80%. Wir haben jetzt schon 250 kW. Das oben sieht es auch, angeblendet. Also wir haben gleich den vollen Speed. Und deswegen habe ich auch gesagt, ladet bitte, also fahrt weit runter, dass ihr eben einen tiefen State of Charge habt, damit ihr auch diese volle Ladeleistung bekommt. Denn wir haben jetzt nach 1 Minute 20 bereits von 4 auf 9% geladen. Und das ist ja noch die Zeit eingerechnet, wo er eben bereits oder noch verbunden hat. Er hat ja da noch verbunden und hat dann erst losgelegt zu laden sozusagen. Also das ist alles in dieser Zeit eingerechnet. Und schau mal her, wir sind immer noch bei 250 Kilowatt. Und sind schon bei 11%. Das heißt, wir hatten schon jetzt wieder 50 Kilometer dazugeladen in weniger als 2 Minuten. Das ist schon extrem krass. Deswegen der Tipp oder die Empfehlung, besser gesagt, ist ganz klar beim Tesla, weil er eben das so genau einplant, dass man wirklich
tief runterfahren kann, auch auf der Langstrecke wirklich 3, 2, 1% sogar. Und dann V3 Supercharger, volle Leistung rein und dann geht es entsprechend schnell. Ich würde jetzt im Alltag beim Gebrauch nur bis 60% laden, denn er sagt mir jetzt 25 Minuten hätten wir jetzt noch auf entsprechend 80%. Wenn man es jetzt ein bisschen vergleicht, ein Kia EV6 oder ein IONIQ 5 mit warmem Akku, der lädt von 10 auf 80% in knapp 20 Minuten. Der hat jetzt 25 Minuten, jetzt noch von 15% auf 80, hat aber ein 400 Volt System. Das ist sehr, sehr gut, eine sehr, sehr gute Ladeleistung. Vor allem auch deswegen, weil man eben den Akku auf den Ladevorgang vorkonditionieren lassen kann, automatisiert. Deswegen sage ich, bis auf 60%. Bin ich gespannt, wie lange es dauert zum Laden, weil gegen Schluss wird er dann schon ein bisschen langsamer. Deswegen ist da meine Empfehlung, vielleicht nur bis 60% zu laden, aber halt von 1% oder 1, 2, 3% auf 60 und nicht von 10 auf 80, weil halt da die Ladekurve dann besser ist. Aber wir schauen doch mal einfach hin. Wir sind jetzt geladen, haben wir 3 Minuten 08 Sekunden und 3 Minuten 10 Sekunden, sind schon bei 18%. Wir laden immer noch weit über 200 kW und haben jetzt bereits wieder fast 90 Kilometer im Akku drin. Natürlich, diese Anzeige mit den Kilometern ist sehr, sehr abhängig auch des Verbrauchs, der Fahrweise entsprechend. Aber ist doch schon krass, wenn man bedenkt, wie viel Energie da fließt in kurzer Zeit eben. Wir haben geladen 4 Minuten 30 Sekunden, ein bisschen mehr. Jetzt sind wir knapp bei 200 Kilowatt Ladeleistung noch, sind aber bereits von 4 auf 24% in weniger als 5 Minuten, haben also ein Viertel Akku praktisch nachgeladen in weniger als 5 Minuten Zeit. Das bedeutet 120 Kilometer. Natürlich auch das wieder sehr abhängig der Fahrweise, wie man eben die Kilometer dann auch umsetzen kann in der Realität. Aber man merkt doch schon, er geht jetzt konstant zurück. Wir haben ja auch schon mal in einem Video die Ladeleistung gezeigt, Fastnet. Das fliege ich euch in den Video-Infokarten hier oben. Und da haben wir halt maximal 200 Kilowatt erreicht. Warum? Ganz einfach, ein bisschen technisch wieder. Der Supercharger hat ja 400 Volt, lädt mit 625 Ampere, das heißt, man hat da die 250 Kilowatt entsprechend. Und alle anderen HPCs, die Alpitronic HPCs, aber auch die Evitec HPCs, die haben eben maximal 500 Ampere, das heißt 500 Ampere mal 400 Volt sind 200 Kilowatt. Und deswegen bekommt man mit dem Tesla Model 3 eben maximal 200 kW an einem HPC. Das heißt, man kann gar nicht auf die 250 kommen. Natürlich auch das extrem gut. Aber halt, man hat gesehen, man hat halt hier zu Beginn eben den riesen Vorsprung durch die höhere Amperezahl beim V3 Supercharger. Deswegen ist man da halt schneller. Auch jetzt wieder, wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, wir sind jetzt bei 6 Minuten 12 Sekunden und wir sind da bei 30% Akku schon und laden immer noch mit 170 kW. Das ist schon krass. Und jetzt, wenn man mal bedenkt, er sagt jetzt hier, 150 Kilometer haben wir aktuell schon wieder nachgeladen. Also man sieht schon, wie schnell es eigentlich geht, wenn man nur kurz zwischenladen will und dann weiterfahren. Das geht wirklich sehr, sehr schnell und ist definitiv sehr positiv zu werten. Ja, den Ladepark hier haben wir, wie gesagt, schon mal vorgestellt. Hier übrigens nochmals zur Erinnerung, 25 Schatten pro Kilowattstunde beim AC-Laden mit Plug-and-Roll. Eine große Empfehlung da. Auf jeden Fall, jetzt sind halt die Supercharger auch offen. Es sind insgesamt 16 Stück, wie wir hier sehen. Und das Gute daran ist ja, wenn die dann offen sind für alle Marken, das wird ja irgendwann dieses Jahr passieren, vermute ich mal, weil in Holland ist es ja schon für jede Marke offen, und zwar alle Supercharger. Da kann man eben auch mit jedem anderen Fahrzeug hier eben sehr, sehr schnell nachladen und das mit einer großen Stückzahl Parkplätze überdacht hier. Das Video, wie gesagt, schaut es euch bitte nochmals an. Ich habe es hier unten nochmals verlinkt in der Videobeschreibung. Das Video zum Ladepark hier, damals waren die noch, wie gesagt, nicht offen, jetzt schon. Und so mittlerweile sind es über 50 Ladeplätze da unten, die wir jetzt so also haben. Wir haben AC, wir haben CCS mit ein bisschen weniger Ladeleistung, wir haben CHAdeMO, wir haben jetzt auch Supercharger hier. Alles, was man will. Und bei Wind und Regen kannst du hier reinfahren. Tipptopp. Gut, übrigens hier unten auch noch zu erwähnen ist, man hat hier gratis WLAN. Also man kann hier unten auch, wenn man auf der Durchreise zum Beispiel, sehr, sehr schnell auch mal kurz was im Internet nachschauen. Und ihr hört es auch, das Auto ist am Pusten, der Akku muss gekühlt werden. Bei hohen Ladeströmen heißt es ja auch viel Wärme, die entsteht natürlich. Ja. Jetzt haben wir geladen, knapp 9,5 Minuten und ich schaue mal kurz ins App, wie viel wir denn jetzt drin haben. 40% jetzt aktuell drin und wir laden jetzt noch mit 131 kW. Ja. Jetzt merkt man schon, wie die Leistung fortan zurückgeht, deswegen sage ich auch,
2-60% und dann weiterfahren und dann wieder 2-60% am V3 Supercharger. Am V2 Supercharger, wo es nicht so schnell ist, kann man gerne ein bisschen mehr auffüllen. Aber ja, passt so. So, mittlerweile haben wir knapp 16 Minuten geladen, sind jetzt auf 54% und ihr seht auch schon, die Ladeleistung ist jetzt doch schon runtergegangen auf 83 kW noch. Und das ist eben das, was ich vorhin gesagt habe, sie sinkt gegen oben dann schon relativ stark ab. Deswegen soll man nicht zwingend immer nur bis 80% hochladen, aber man muss ja auch sehen, wir sind immer noch schneller jetzt unterwegs. Also wir haben noch nicht die Zeit des EV6 eingeholt, diese 19 Minuten, die wir wissen, dass es eben laden kann mit dem großen Akku. Sondern wir sind jetzt immer noch unter diesen 19 Minuten und wir schauen jetzt mal, auf wie viel Prozent kämen wir dann in einer EV6 oder IONIQ 5 Ladezeit. Weil man hier eben wirklich nicht nur bis 10%, sondern auch noch weiter runterfahren kann, kann man es eben sozusagen ausnutzen, dass man dann länger die höhere Ladeleistung hält. Kilometermäßig sind das jetzt 270 Kilometer, die wir aktuell haben. Von daher sage ich mal so, für den Alltag reichte das schon aus. Wie gesagt, 60% ist so meine Limite jeweils, wirklich auf Langstrecken dann. Und dann geht es auch schon weiter, weil die Supercharger sind meistens näher beieinander, anstatt diese 270 Kilometer. Das ist in der Realität irgendwo 200 Kilometer mit Autobahngeschwindigkeit, Schweizer Autobahngeschwindigkeit und andere Länder von Europa, außer Deutschland. Sonst kann man ein bisschen schneller fahren natürlich. Aber er sagt mir jetzt, dass wir noch 14 Minuten haben von diesem State of Charge jetzt von 57 auf 80%. Das wären dann diese 31 Minuten. Das heißt, das Versprechen, jetzt sind wir so genau 13 Minuten da. Das heißt, das Versprechen, das er zu Beginn gehabt hat, dass er gesagt hat, es dauert circa 30 Minuten von 4 auf 80%. Das fände ich ein guter Wert. Muss ich wirklich sagen, fände ich ein guter Wert. Auch deswegen, weil es eben ein 400-Volt-System ist. Und wir haben jetzt schon in 18 Minuten jetzt geladen, haben wir 41 Kilowattstunden an Energie nachgeladen. Das ist das, was er hier anzeigt. Natürlich gibt es noch Ladeverluste, logischerweise, aber das ist zumindest das, was man hier angezeigt bekommt. Und das Interessante auch, es ist hier erst der zweite Tag, wo der Supercharger offen ist. Und wir haben schon das vierte Auto jetzt hier, was jetzt da hinfährt. Da vorne fährt er da, der weiße. Das weiße Model 3 fährt jetzt auch hier hin. Weil er ist eben schon gut gelegen an der A1. Das seht ihr auch hier auf der Karte drauf. Da ist das Stadion. Der Kibum Park des FC St. Gallen, hier ist die Autobahn A1 und wenn man es mal so dreht, ist eben da schon der Bodensee. Hier kommt man eigentlich dann von St. Margrethen, hier Bregenz über die Grenze, da hat es auch einen Supercharger hier in Bregenz. Dann fährt man hier weiter, könnte dann hier eben hier laden und wenn man dann weiterfährt Richtung Winterthur, da Wiel, fährt man da weiter durch. Und hier gibt es eben schon den nächsten Supercharger, auch das ist ein V3 Supercharger. Das heißt, man kann effektiv sozusagen von V3 zu V3 springen und muss dann wirklich nur kurz anhalten. Das wären so verschiedene Reisestrategien. So, also, aber das ist mal ein anderes Thema. Jetzt sind wir bei 60% da oben, das seht ihr jetzt auch. Und das haben wir jetzt gemacht in 19 Minuten und 15 Sekunden. Das heißt, die Ladezeit des EV6 von 10% auf 80%, was diese Zeit da ist, hat er jetzt erreicht von 4% auf 60%. Das ist eigentlich okay. Weil eben, ich habe es gesagt, jetzt dauert es im Verhältnis viel zu lange, um noch weiterzumachen. Wir machen es aber trotzdem, dass wir sehen, wie viel hat er denn effektiv gebraucht. 30 Minuten wurde uns versprochen und gemäß Tesla mit dem letzten Update hat man eben die Ladezeit optimiert. Das heißt, es sollte hier eigentlich ein relativ genauer Wert angezeigt werden dann. So. Damit könnten wir jetzt knapp 300 Kilometer fahren und das finde ich wirklich gut. Auch weil das Auto eine hohe Effizienz hat, weil es eben sehr aerodynamisch ist. Auch mit den 20 Zoll Felgen kann man sehr sparsam fahren am Sommer mit Sommerreifen, was ich jetzt wieder drauf habe. Dann mal schauen wir jetzt, wie lange es noch dauert, bis auf 80%. Ja, für alle neuen Zuschauer jetzt auf dem Kanal, warum lädt denn ein Elektroauto, jetzt egal welches, ein Tesla, ein IONIQ 5, egal welches Auto, am Schluss, je höher es wird, immer langsamer. Ich will es euch jetzt noch erklären, einfach, dass ihr es auch wisst, dass ihr nicht überrascht seid, wenn ihr mit hohem Prozent ansteckt und dann nicht die Ladeleistung bekommt, die man eben verspricht. Es hat einen ganz einfachen Grund, nämlich eine batterietechnisch mäßig eben. Man kann es vergleichen mit einem Konzertsaal. Ihr müsst euch vorstellen, ein Konzertsaal mit 1000 Plätzen, ja, und es wollen da 1000 Leute rein. Die ersten 500 Leute können sehr, sehr schnell rein, weil man kann den Platz natürlich frei auswählen, man setzt sich hin. Aber bis die letzten 50, 60, 70 Plätze befüllt sind, weil es überall wieder Löcher gibt,
Und die Leute müssen dann suchen, wo habe ich einen freien Platz, wo habe ich einen freien Platz, brauche ich entsprechend dann länger Zeit. Das heißt, je voller der Akku wird, desto langsamer lädt er eben, weil er dann sich den Platz, übertrieben gesagt, im Akku suchen muss. Ja. Übrigens kommt ein Model Y mit dem spacigen Ton. Ja. Und er braucht diesen Stecker, deswegen wieder rein damit. So. So, mittlerweile sind wir bei 29 Minuten 40 Sekunden. Wir sind jetzt bei 75% State of Charge, laden nur noch mit 55 kW. Ihr seht auch, warum ich es vorhin gesagt habe, ladet nicht bis 80, es dauert zu lange, außer man macht wirklich Pause, dann natürlich schon, logischerweise. Ich habe jetzt hier auf 90% Limit hochgestellt, weil ich jetzt nur den Test bis 80 mache, aber danach lade ich noch ein bisschen weiter. Jetzt haben wir 30, das heißt, die Ladezeit wurde jetzt um 4% sozusagen verpasst. Gemäß Tesla hat es ja geheißen, 30 Minuten von 4 auf 80%. Jetzt sind wir bei 30 Minuten, haben aber erst in Anführungszeichen 76% drin. Das wären jetzt 367 Kilometer. Sagen wir mal so, Autobahngeschwindigkeit 300 Kilometer in 30 Minuten. Das ist möglich mit dem Model 3 Performance mit 20 Zoll Sommerreifen. Das sind mit den Überturbinenfelgen, die original dabei sind. Das finde ich wirklich super. Denn auch ein Ioniq 5 oder ein EV6, die dieses 800 Volt System haben, können auf der Autobahn bei 125 km/h mit 20 Zoll Felgen nicht weiterfahren, auch im Sommer nicht. Deswegen wirklich ein guter Wert, wie ich finde. Wir laden jetzt, wie gesagt, noch bis 80, schauen wir dann, wie lange wir effektiv gebraucht haben. Ich vermute mal so 33 Minuten, dann muss ich sagen 3 Minuten plus minus, ja, wäre okay. Und danach schauen wir auch noch, was es denn hier gekostet hat, nämlich das Parkticket. Denn, wichtiger Punkt, wir haben hier die Tiefgarage, die natürlich gut ist, man ist hier sicher, man hat hier Licht, man hat hier eigentlich von Wind und Wetter geschützt, ja. Aber eben, man muss hier halt ein Parkticket lösen, ähnlich wie in den Passinger-Karten in München. Und man kann das gut oder schlecht finden, ich bin ein Fan davon, dass man halt hier alles gerade hier hat. Und auch sonst, wenn es eben nicht, heute ist Karfreitag, wenn es eben sonst nicht, wenn die Einkaufssachen halt offen sind, da die Läden halt, dann kann man auch ein bisschen raufgehen während der Ladepause. Von daher, das ist in Ordnung so. Natürlich jetzt ein bisschen blöd dann zu wissen, was es eben gekostet hat in dieser Zeit, wo wir hier geladen haben. Das schauen wir nachher an, das zeigen wir euch natürlich auch logischerweise. Dass ihr auch wisst, was man in der Schweiz so für einen Supercharger-Laden noch dazu rechnen müsste, ja. Ladepreis ist in der Schweiz auch angestiegen, man sieht es ja auch drauf, 52 Rappen pro Kilowattstunde ist neu, also der Preis für Supercharging in der Schweiz, beziehungsweise 1 Franken pro Minute, wenn man eben dann das Ladelimit erreicht hat und dann nicht wegfährt innerhalb von 5 Minuten, dann wird man das noch bezahlen müssen, weil man dann halt die Station blockiert. Das finde ich aber auch gut so, denn dann soll man auch weiterfahren, wenn man voll ist. Deswegen habe ich auch noch ein bisschen hochgestellt jetzt, dass es eben das nicht bei 80% schon eintreffen sollte. So, jetzt sind wir dann gleich bei diesen 33 Minuten, jetzt bei 79%. Ich vermute mal, er schafft es jetzt und dann gucken wir, das nehmen wir noch kurz so mit. Also 80% erreicht in, ja, ich sage mal gut 34 Minuten. Das heißt, das Ziel wurde um 4 Minuten verpasst, aber das ist, ja, es ist noch im Rahmen. Lass wir so durchgehen heute, ja. Energietechnisch haben wir geladen 58 Kilowattstunden. In, wie gesagt, 34 Minuten, das heißt einen kompletten ID3 haben wir geladen, sozusagen, mit dem mittleren Akku. Genau, und jetzt geht es aber weiter, jetzt gehen wir noch schauen, was es eben dann gekostet hat mit dem Parkticket. Jetzt also kommt der spannende Moment, was kostet der Spaß? 1,50, ja, das ist noch in Ordnung, oder? 1,50 Franken, habe ich das Kleingeld, ja? Habe ich nicht, typisch. Dann haben wir Kreditkarte. Also, was haben wir geladen? Halbe Stunde, ein bisschen mehr. 1,50 mehr bezahlen, das wird dafür, dass du hier definitiv nie nass wirst. Finde ich in Ordnung, oder? Ja, das ist also ein kurzer Ausschnitt des V3 Superchargings beim Tesla Model 3 Performance mit dem Panasonic Akku. Ihr habt gesehen, zu Beginn sehr, sehr schnell und dann so ab 55-60% wird es dann ziemlich langsam, ist zwar im Verhältnis langsam, zeitlich bedingt, wie gesagt, die Empfehlung ist ganz klar, möglichst weit runterfahren, knapp gegen 0% für die, die sich das trauen. Ich sage es nochmals, wenn er sagt, dass man ankommt, dann kommt man an, man kann ihm vertrauen, er berechnet das Höhenprofil mit ein,
Er schaut auch, dass das Thema Akku warm, dass das alles perfekt ist, dass der Akku eben gewärmt ist, das Vorkonditionieren eben. Und dann zwischen 50% und 60% würde ich dann wieder aufhören zu laden, wenn man es eilig hat. Wenn man es nicht eilig hat, natürlich, also wenn man es nicht eilig hat im Sinne von, wenn man sowieso Pause machen will, weil man sowieso Pause machen will, dann kann man auch ein bisschen länger noch laden, auch 80% oder 90%, das ist kein Problem. Aber eben, wenn man es wirklich, wenn es um die Schnelligkeit geht des Weiterfahrens, dann wirklich fast leer, 50, fast leer, 50, immer so hin und her. Und dann kommt man auch gut voran sozusagen, ja. Das war der neue Supercharger in St. Gallen. Er ist jetzt also offen. Man kann jetzt da hingehen, ist im Navi auch jetzt mittlerweile drin. Wird in die Routenplanung also nur mit einberechnet, wenn man das automatisiert macht beim Tesla, bei ja, jedem Tesla. Und von daher, wenn ihr auch mal da seid, dann lasst es doch mal wissen. Ist sehr nah von uns zu Hause, deswegen können wir jetzt da oft auch vorbeigehen. Und für mich auch genial, dass wir jetzt da einen V3 Supercharger praktisch neben der Haustüre haben, sozusagen, ja. Gut, das war's mit diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schreibt mal in die Kommentare, was eure Ladeerfahrungen sind mit eurem Elektroauto und auch, ob ihr auch in Zukunft dann, wenn man es dann auch kann, bei Tesla laden werdet oder ob ihr das vielleicht gar nicht wollt mit einem anderen Fahrzeug. Das würde mich auch sehr gerne interessieren. Dann danke ich fürs Zuschauen. Macht's gut fürs Wochenende zusammen. Und ganz schöne Ostern. Macht's gut und tschüss.